Wir wollen weiter über die Lage in der Ukraine sprechen. Ralf Thiele ist uns nun zugeschaltet, Militärexperte vom Institut für Strategie, Politik, Sicherheits- und Wirtschaftsberatung. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit nehmen, Herr Thiele. Guten Morgen, Herr Thiele. Gerne, guten Morgen. Wir haben gerade schon von unserer Kollegin Tatjana Ohm die neuesten Schilderungen aus der Ukraine gehört. Vor allem im Osten des Landes geht es weiter. Und bei der belagerten Stadt sieht man klare Parallelen zu Mariupol. Müssen wir uns also darauf einstellen, müssen sich vor allem die Menschen in der Ukraine darauf einstellen, dass dieser Kampf sich so in die Länge ziehen wird, dass diese Belagerung auch genauso brutal von den Russen durchgezogen wird wie in Mariupol und beim Stahlwerk? Wir können im Prinzip die gleiche Entwicklung erwarten. Ich würde sie etwas schneller allerdings sehen. Mariupol ging ja unendlich für alle. Das wird jetzt schneller gehen. Das heißt, es wird schneller gehen, aber die Russen haben ja nun auch den letzten Fluchtweg auch für die Ukraine weggebombt, die letzte verbliebene Brücke. Das ist doch eigentlich die Strategie der verbrannten Erde. Ja, es ist eben die Strategie, die anderen einzuschließen, unfähig zu machen. Das Problem, das hatten wir in Mariupol auch, sehr versierte Kämpfer werden am Ende des Tages gefangen genommen und stehen der Ukraine nicht mehr zur Verfügung für die weitere Verteidigung. Das ist leider ein Schicksal, das sich hier für die Kämpfer in Severodonetsk ebenfalls abzeichnet. Jetzt gibt es wieder Kritik aus der Ukraine an Deutschland. Man brauche mehr Hilfe, militärische, aber auch diplomatische Unterstützung. Olaf Scholz müsste sich klarer positionieren. Und natürlich werden neue Waffen gefordert. Kann Deutschland da noch viel mehr liefern? Kann Deutschland da noch helfen? Wenn ja, was braucht die Ukraine jetzt? Ja, man muss leider eben sozusagen das Ganze von verschiedenen Seiten her sehen. Der Bundeskanzler muss ja im Grunde die gesamtstrategische Lage beurteilen, die ja, Sie haben SIPRI gestern gehört, von dem Nuklearwaffeneinsatz bis ein Flächenbrand vielleicht auch in Europa zu bedenken ist. Und dann eben die Frage, wie kann ich der Ukraine dabei helfen, souverän zu bleiben und sich zu verteidigen. Was Selenskyj jetzt versucht, ist im Grunde die Kriegsökonomie, die er nicht hat, auszulagern. Aber die Forderungen sind gewaltig. Wenn Sie sich diese Wünsch-dir-was-Liste anschaut, dann entspricht die etwa dem Zehnfachen dessen, was wir liefern. Und selbst wenn das dann geliefert wird, muss es ja immer noch alles vorne ankommen und dann vernünftig bedient werden, die vielen unterschiedlichen Systeme. Die Munition muss ankommen und kontinuierlich geliefert werden. Also wie gesagt, das sind alles Verzweiflungsrufe, denen wir wahrscheinlich nur bedingt folgen können. Herr Thiele, Sie sagen, es sind Verzweiflungsrufe, aber es ist schon eine harte Kritik, die der ukrainische Präsident Selenskyj am Bundeskanzler geäußert hat. Und das ganz kurz vorm offenbaren Besuch des Kanzlers. Also übt er damit noch mehr Druck aus? Ist der Kanzler jetzt gefordert oder kann der Kanzler das im Prinzip ignorieren? Der ukrainische Präsident schadet sich selbst, das ist meine Wahrnehmung, die ich hier habe. Er kann den Kanzler nicht ständig anzählen, vor dem Hintergrund, welcher enormen Hilfe wir tatsächlich liefern. Die Unzufriedenheit mit den Waffen, die hat auch etwas damit zu tun, dass die Bundeswehr schlecht gerüstet und ausgerüstet ist. Was man nicht hat, kann man schlecht abgeben. Darüber hinaus ist, wie ich da schon sagte, andere strategische Überlegungen ja auch mit zu berücksichtigen. Der Kanzler hat auch eine Verantwortung für Deutschland und seine Bevölkerung und muss das natürlich auch mit berücksichtigen. Er tut, denke ich, so viel, wie er kann. Und das ständige Beschimpfen ist nicht produktiv. Dieser Krieg geht jetzt schon viel länger, als alle erwartet oder auch befürchtet haben. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie denken, dass diese erneute Belagerung einer Stadt viel schneller vonstatten gehen wird tatsächlich. Glauben Sie, das sind jetzt die entscheidenden Tage im Osten des Landes und ein Ende des Krieges könnte in Sicht sein? Ja, der Donbass wird wohl fallen, Schritt für Schritt. Das ist das, was sich abzeichnet in diesem Artilleriekrieg, in dem Russland eben viel mehr Artillerie hat als die Ukraine und auch absehbar behalten wird, wird Russland so Schritt für Schritt im Grunde Fortschritte machen. Und damit ist der Donbass erstmal weg. Ob dann Putin hält, ob er nicht noch unten im Süden versucht, die Verbindung nach Odessa zu schaffen, das werden wir sehen. Ralf Thiele, wir danken Ihnen für dieses Gespräch am Tag 111 des Ukraine-Krieges.